Heute erzähle ich was über meine Amerika-Reise. Freunde, ich war mit Aberog in Amerika und habe dort auch den Notruf Hamburg-Entwickler Felix getroffen. Das war sehr, sehr cool in Amerika. Und Freunde, ich erzähle euch jetzt alles, was passiert ist. Aber der Reihe nach. Aberog und ich wurden eingeladen auf ein Roblox-Event in Amerika. Und deswegen sind Aberog und ich zusammen von Amsterdam nach Amerika geflogen. Ja, Freunde, erst sind Aberog und ich zusammen mit dem Zug in die Niederlande gefahren, nach Amsterdam, und haben dort einen internationalen Flug nach Amerika genommen. Das hat einfach 10 Stunden gedauert, Freunde, der Flug nach Amerika. Ich habe auf dem Weg im Flugzeug, habe ich TikToks geschaut, habe ich YouTube geguckt und ich habe 2 Filme geguckt. Einmal Dune 2 und einmal Roadhouse. Das waren sehr coole Filme, Freunde. Aber ich musste die Zeit dann doch irgendwie totschlagen. Wir haben immer wieder was zu essen und zu trinken bekommen. Das war echt cool. Und ich weiß nicht genau, warum die Leute sagen, Flugzeugessen ist schlecht. Weil das Flugzeugessen, was ich da gehabt habe, fand ich tatsächlich sogar sehr gut. Also macht euch da auf jeden Fall keine Sorgen, wenn ihr selber mal mit dem Flugzeug fliegt. Und ja, dann sind wir irgendwann in San Francisco gelandet, Freunde. Wir sind nämlich ganz am Ende von Amerika hingeflogen. Wir sind einmal komplett über Amerika rübergeflogen quasi. Und von dort aus mussten wir dann mit einem Uber zu einer anderen Stadt fahren. Die war einfach 30 Kilometer weit weg. Aber die Städte sind einfach verbunden. So gehen eins durch, weil in Amerika alles so mega groß ist. War das einfach quasi eine Riesenstadt. Und dann waren wir einfach in Amerika, Freunde. Wir waren einfach bei dem Roblox-Event. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Haus hier ist da, wo das Roblox-Event drin ist. Und Aberog und ich haben einfach genau in dem Haus hier geschlafen. Also es war genau nebendran haben wir im Hotel geschlafen. Und wir haben da schon viele Leute gesehen, die auch Roblox-Entwickler waren. Und wir haben natürlich direkt mal Leute gesehen, die mit einem Lamborghini geflext haben, Freunde. Also ihr müsst wissen, Roblox-Entwickler verdienen oft richtig, richtig übertrieben viel Geld. Also viel mehr als irgendwelche YouTuber. Und das ist schon echt crazy. Da waren schon ein paar Leute mit irgendwelchen Supersportwagen unterwegs. Das war schon echt krass. Aber dann sind Aberog und ich auch ins Bett gegangen, weil wir waren so müde, Freunde. Wir haben fast 24 Stunden gedauert. Von unserer Haustür hier bis zur Hoteltür haben wir ungefähr 23 bis 24 Stunden gebraucht. Das war schon sehr crazy, Freunde. Und am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden, wollten direkt rübergehen. Und dann waren wir bei der Entwicklerkonferenz, die RDC heißt das, Roblox Developer Conference. Das war schon echt cool. Wir haben uns da so einen großen Vortrag angehört von dem Eigentümer von Roblox und haben ganz viele Entwickler und so weiter getroffen. Aber das war eigentlich nur so Entwicklerzeug, was wir die ersten beiden Tage gemacht haben. Und dann haben Aberog und ich einfach so Touristensachen gemacht. Wir haben uns die Stadt angeschaut, wir sind dann umgezogen von San Jose wieder zurück zu San Francisco und dort waren wir natürlich bei Alcatraz, wir waren bei der Golden Gate Bridge, wir waren bei dieser geschwungenen Straße, die alle kennen, wir waren einfach überall in San Francisco, wir waren auch am Pier, also einen Strand gibt es da nicht so richtig, aber es gibt so ein Hafengebiet und so weiter, das war schon echt toll. Wir haben uns da alles angeguckt. Ey, Mann, ey. Freunde, die Polizei ist hier. Das erinnert mich an meinen Hinflug, Freunde. Denn ihr müsst wissen, ich habe alle Sicherheitskontrollen extra mitgenommen. Aberog ist irgendwie immer so durchgekommen. Aber mich haben die Polizisten und Zollbeamten und so immer alle rausgezogen. Ich musste einen Bombentest machen, ob ich eine Bombe bei mir habe. Das war schon crazy. Also es wurde einfach geguckt, ob ich Bomben bei mir habe. So, und meine Sachen wurden nochmal extra alle durchsucht und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich so kriminell aussehe, aber auf jeden Fall wurde bei mir alles angeschaut. Und Freunde, was ist das hier für ein Server? Warum haben wir so viele Polizisten, Junge? 14 Polizisten, das ist schon sehr krass. Ich glaube, ich sollte auch mal Polizist werden. Und wie dumm ist dieser Typ hier? Der fährt mir jetzt schon zum zweiten Mal an. Wie blöd kann man sein? Okay, oh, jetzt haben wir schon alle Polizisten. Also, Freunde, dieser Server ist voll mit Polizisten. Gut, dann fahren wir jetzt mal Richtung Hafen. Freunde, ich musste einfach so einen Bombentest machen. Aber das war schon okay, ging ganz schnell. Und ich muss sagen, der Flugzeugsitz, der war auch relativ bequem. Nur als ich dann ausgestiegen bin aus dem Flugzeug, tat mir irgendwie 3 Stunden mein linkes Bein weh. Ich weiß auch nicht warum. War wohl doch nicht so bequem. Aber das war alles okay, Freunde. Das dauert einfach alles ein bisschen.
Und oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe so viele Leute getroffen. Ich kann euch mal was zeigen. Müsste ich hier noch haben. Ich habe hier jetzt mal was rausgesucht, Freunde. Ich habe einfach jemanden getroffen, der ein Glücksbärschießspiel macht, Freunde. Kennt ihr die Glücksbärschieß noch? Also von früher? Also ich habe sie als Kind mega abgefeiert, als ich so, keine Ahnung, so 4 bis 7 war oder so. Glücksbärschießjunge, mega geil. Und ich habe das noch nicht aufgemacht. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich spawn mir mal mein Noob-Auto, Junge. Wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. So, also Freunde, wir packen das gemeinsam aus. Okay, das ist nochmal eingepackt. Nochmal eingepackt. Dann haben wir hier nochmal irgendwie Papier drum zu. Und jetzt haben wir hier die Glücksbärschieß. Die mache ich mal auf. Oha, okay. Hier ist einfach ein Glücksbärschieß drin, Freunde. Okay, ihr müsst mir jetzt sagen, wie dieser Glücksbärschieß heißt. Oder Glücksbärchi. Ich habe keine Ahnung, Freunde. So sieht er aus. Und ich habe ganz viel so ein Zeug bekommen. Also wenn ich das nochmal alles auspacken soll, müsst ihr mir das sagen, Freunde. Auf jeden Fall war dann am zweiten Abend abends, waren die Innovation Awards. Das war das, was Aborg gestreamt hat. Da wurde eine Preisverleihung gemacht für die besten Roblox-Spiele, die besten Entwickler und so weiter und so fort. Und danach war eine Aftershow-Party, ja, das war meine erste Aftershow-Party von Roblox. Und ich fand sie eigentlich relativ cool. Und dort haben wir auch viele, viele Entwickler wieder getroffen. Unter anderem habe ich natürlich den Notruf Hamburg-Entwickler da wieder gesehen. Aber auch die Entwickler von ELC und Greenville, Freunde. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zusammen mal auf ELC. Ich kenne mich mit diesem Spiel noch nicht so ganz aus, aber ich habe mega Bock, auch andere Roleplay-Spiele zu spielen, die so ein bisschen so sind wie Notruf Hamburg. Also hier in Amerika zum Beispiel ELC oder Greenville. Da habe ich megamäßig Bock drauf, Freunde. Ihr müsst mir mal ein bisschen helfen, ja, ein bisschen Support da lassen. Extra für den Algo heute mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da lassen, Freunde. Ich habe ELC noch nicht so ganz verstanden. Ich habe hier aber schon mal geschafft, einen Bankautomaten auszurauben. Aber ich finde, es ist ein sehr cooles Spiel. Es lebt bei mir noch, aber das Setting gefällt mir halt sehr, ne? Dass wir mal hier in Amerika sind. Und ich finde, das passt ganz gut dafür, dass ich hier heute mal über Amerika rede. Freunde, was hat der mich gerade gerammt? Ey, willst du Stress oder was? Hä? Freunde, wir sind hier einfach in Amerika. Es gibt natürlich ganz viele Roblox-Roleplay-Spiele, die so sind wie Emergency Hamburg, zum Beispiel halt Greenville ELC, aber in Deutschland auch Notruf Emden. Wenn ihr da mal Bock habt, dass ich mal eine XXL-Folge Notruf Emden macht, so 40 Minuten oder so, schreibt es in die Kommentare, natürlich auch für ELC oder so, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir Roleplay-Spiele rein, die ich mal zocken soll, die hier so ähnlich sind wie so GTA-mäßig, sage ich jetzt mal, obwohl ich auch mal GTA spielen könnte. Einen GTA-Spieler habe ich in Amerika jetzt nicht getroffen, aber ich habe natürlich noch ganz viele andere YouTuber auch getroffen, wobei hauptsächlich da natürlich Entwickler waren. Aber es waren auch ein paar YouTuber da. Oh mein Gott, jetzt werden wir einfach verfolgt, Freunde. Das habe ich in Amerika auch ganz oft gesehen, dass es da einfach Polizisten waren. Dass es da einfach ganz viele Polizisten gab. Und ich glaube, ich liege jetzt unter meinem Auto. Perfekt. Kann ich mal einsteigen, wieder aussteigen? Okay, wir haben auf jeden Fall auch Feuerwehrautos gesehen. Alles Mögliche. Genauso wie das hier in Amerika aussieht. Verhaftung, bla. Hör mir auf hier. Ich will nicht verhaftet werden. Running Red Light. Okay, kann ich mein Auto wieder anmachen? Oh, mein Tank ist leer. Mein Tank ist leer, Freunde. Wir haben auch alles Mögliche gesehen, ja. Also Feuerwehrautos, Polizeiautos. Aborg und ich haben in einer Straße einfach 17 Polizeiautos gesehen, Freunde. Denn ihr müsst wissen, da wo Aborg und ich waren, war das nicht besonders sicher, ja. Also wir hatten von Hotel aus ausgegeben, hier, sag mir einfach mal, das hier ist das Hotel, ihr geht hier rein. Und das Hotel hat gesagt, wir dürfen geradeaus laufen, wir dürfen rechts laufen und wir dürfen, ja, das war's. Wir dürfen nicht hier nach links laufen und auch nicht nach unten. Das waren für Touristen No-Go-Areas, Freunde. Und da sind wir ein paar Mal mit dem Uber vorbeigefahren, Freunde. Was soll ich euch sagen? Das war wirklich schlimm da. Also man hat wirklich sehr viele kriminelle Leute gesehen. Sehr viele Leute, denen es überhaupt gar nicht gut ging. Und ja, das war auf jeden Fall gut, dass Aborg und ich da immer nur mit dem Uber lang gefahren sind. Das war schon sehr crazy, Freunde. Aber wie gesagt, ich werde noch einen Vlog machen. Der kommt in 2 bis 3 Wochen raus am Wochenende, Freunde. Dieses Wochenende werde ich es noch nicht schaffen, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Wochenende, Freunde. Seid auf jeden Fall darauf gespannt. Auf meinem Zweitkanal Barpo kommt er natürlich online. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde,
dann lasst ein Like und ein Abo da. Heute mehr als sonst, damit ich weiß, dass ich auch mal ELC zocken soll, Freunde. Bis dahin würde ich sagen, ciao!